Meine Damen und Herren, ich ahne schon, wie die Schlagzeile in diesem Monat aussieht zum aktuellen Arbeitsmarktbericht. Neuer Beschäftigungsrekord am Arbeitsmarkt. Dabei müsste sie eigentlich heißen, Arbeitsvolumen stagniert auf dem Stand von 1994. Ohne eine Erhöhung des Arbeitsvolumens kann die Zahl der Beschäftigten nur ansteigen, wenn die vorhandene Arbeit auf breitere Schultern verteilt wird. Grundsätzlich begrüßt die Linke eine Umverteilung der Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung in Verbindung mit einem Lohnausgleich. Hier wird aber umverteilt von unbefristeter, gut bezahlter Vollzeitarbeit zu einem Niedriglohnjob in Teilzeit. Das Normalarbeitsverhältnis in Vollzeit, von dem man auch leben kann, wird immer mehr für die Menschen zum Auslaufmodell. Mittlerweile arbeiten über ein Viertel der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Teilzeit. 2,4 Millionen Menschen arbeiten in einem Zweitjob. 1,2 Millionen abhängig Beschäftigte konnten nach den aktuellen Zahlen der Bundesagentur vom Lohn ihrer Arbeit nicht leben und bezogen zusätzlich Hartz-IV-Leistungen. Das ist die Realität, die die Bundesregierung Monat für Monat verschweigt. Nach Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit werden durch die Einführung des Mindestlohns die Aufstockerzahlen leicht zurückgehen. Vielen Menschen wird der Mindestlohn aber auch nicht helfen, um finanziell über die Runden zu kommen. Dafür sind 8,50 Euro einfach zu niedrig. Wir bleiben dabei, der Mindestlohn muss schnellstmöglich angehoben werden und vor allen Dingen ohne Ausnahmen gelten. Auch Altersarmut wird der Mindestlohn in seiner derzeitigen Form nicht verhindern. Fast 11 Euro die Stunde müsste man 45 Jahre lang in Vollzeit verdienen, um über das Niveau der Grundsicherung im Alter, also die Sozialhilfe für Rentnerinnen und Rentner, zu kommen. Die Bundesregierung sitzt hier auf einer tickenden Zeitbombe und ignoriert das Problem der wachsenden Altersarmut völlig. Der Umgang, die Umgehung des Mindestlohnes muss einen Riegel vorgeschoben werden. Durch die Präzisierung im Gesetz müssen Sachleistungen wie Verpflegung, Unterkunft, Trinkgelder und Provision eindeutig aus dem Mindestlohn rausgerechnet werden. Zudem müssen Bereitschaftszeiten vergütet werden und der Zoll muss in die Lage versetzt werden, wirksam zu kontrollieren. Aber dafür braucht es mehr Kontrolleure. Den Forderungen nach der Aufweichung der Dokumentationspflicht darf die Ministerin Nahles nicht nachgeben. Im Sinne der Betroffenen muss sie hier eine klare Kante zeigen. Auch der aktuelle Arbeitsmarktbericht zeigt, dass es keine wesentlichen Verbesserungen für langzeiterwerbslose Menschen gibt. Ihre Zahl liegt noch immer über 1 Million Menschen. Besonders dramatisch ist die Situation für Ältere, für Menschen mit Behinderung, aber auch für Migrantinnen und Migranten. Deren Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren weiter gestiegen, trotz Aufschwung und trotz vermeintlichen Jobwunder. Das muss die Bundesregierung endlich eingestehen und handeln. Doch die gewaltigen Einsparungen in der Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre werden einfach fortgesetzt und vor allen Dingen auch zulasten der erwerbslosen Menschen. Diese Kahlschlagpolitik muss endlich ein Ende haben. Die erwerbslosen Menschen dürfen doch nicht einfach ihrem Schicksal überlassen werden. Das A und O am Arbeitsmarkt ist eine gute Qualifizierung und dafür muss mehr Geld in die Hand genommen werden. Zudem brauchen wir einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Millionen von erwerbslosen Menschen dürfen nicht abgeschrieben, sondern müssen unterstützt werden. Ich habe hier noch kurz direkt nachfragen. Die Zahl ist ja trotzdem gesunken. Also wo ist Ihre Kritik? Weil im Endeffekt sind die Zahlen ja gut. Ja, die reale Zahl der Arbeitslosigkeit liegt ja wesentlich höher. Es wird ja immer wieder, werden viele Menschen rausgerechnet, bis zu 1 Million, die in der Statistik einfach nicht mehr auftauchen. Und wir brauchen einfach auch eine ehrliche Statistik, damit wir wirklich auch Geld in die Hand nehmen können und eindeutig berechnen können, wie viel Geld brauchen wir denn, um die Menschen auch wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.